Der IAS-Kongress ist einer der größten internationalen Kongresse weltweit über Atemwegs- und Lungenkrankheiten und ist daher für den Lungenarzt ein Muss. Ich habe heute mehrere Veranstaltungen auf dem Kongress besucht. Die bei weitem wichtigste war die der GINA-Gruppe, die hier neue Empfehlungen zur Diagnostik und zur Behandlung von Asthma bronchiale dargestellt haben auf dem Boden der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Zu den Neuigkeiten dieses GINA-Symposiums gehörte, dass das Asthma heute nicht nur aus allergischem und nicht allergischem wie in früheren Jahren zusammengesetzt ist, sondern dass es eine Reihe von Untergruppen gibt, die dieses Krankheitsbild sehr heterogen erscheinen lassen, mit der Möglichkeit aber auch, diese speziellen Untergruppen in der Zukunft einmal spezifisch behandeln zu können. Es gibt neue Behandlungsansätze für eine Reihe von Untergruppen des Asthma bronchiale. Wichtig ist zunächst einmal natürlich, das Asthma korrekt zu diagnostizieren. Und hier war neu, dass man sich mehr auf die Vorgeschichte des Patienten verlässt und weniger auf einzelne, irgendwann mal erhobene Lungenfunktionswerte. Die Diagnose des Asthmas wird heute vorwiegend gestellt anhand der Vorgeschichte des Patienten, von Beschwerden, die er hat, von Asthmaanfällen, vom Verlauf dieser Beschwerden, vom Umfeld, ob die Eltern Allergiker waren oder nicht, ob Allergien in der Familie eine Rolle spielen, andere Risikofaktoren von Bedeutung sind und nicht so sehr fokussiert auf die Lungenfunktion allein, insbesondere nicht auf einzelne Werte. Hier ist der Verlauf der Lungenfunktionswerte interessanter. Bezüglich der Sicherheit der Diagnostik ist zu sagen, dass diese nach wie vor sehr schwierig ist. Bei kleinen Kindern im Alter bis zu 2 Jahren ist eine valide Diagnose Asthma kaum möglich. Die Kinder, je älter sie werden, können auch besser klassifiziert und charakterisiert werden bezüglich ihres Asthmas. Aber wie bei den Erwachsenen muss man mit 30-40% Fehldiagnosen rechnen, aber auch damit, dass in ähnlicher Größenordnung Patienten mit Asthma nicht erkannt werden. In der Lungenfunktion vergleichen wir die Werte des gerade gemessenen Patienten mit den Werten gleichaltriger, lungengesunder Menschen. Und hierzu haben wir Sollwerte, die jahrelang nicht verändert wurden und aus Zeiten stammen, die heute praktisch insofern nicht mehr gültig sind, als die Menschen größer werden im Schnitt und weil wir auch andere Altersgruppen, nämlich diejenigen über 80 Jahre und diejenigen unter 5 Jahren häufiger betrachten müssen. Und dazu gibt es europaweit und weltweit neue Sollwerte. Diese Sollwerte für die weiße Bevölkerung in Europa sind schon seit einigen Jahren publiziert worden. Sie sind hier auf diesem Kongress verglichen worden mit denjenigen, die in den Vereinigten Staaten für die weiße Bevölkerung ermittelt wurden. Und hier gibt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit diesen neuen Sollwerten und deutliche Abweichungen gegenüber den alten Sollwerten. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir bei den Erkrankungen, die mit einer Obstruktion, einer Enge der Atemwege einhergehen, wie Asthma und COPD, infolge der alten Sollwerte die Obstruktion beim Älteren überschätzen und beim Kind eher unterschätzen. Dies ist gravierend, weil wir natürlich gerade beim Kind die Chance haben, frühzeitig mit der Therapie zu beginnen und damit vielleicht zu verhindern, dass dauerhafte Schädigungen der Atemwege auftreten. Ein wichtiger Vorschlag, der heute besonders betont wurde im Symposium über die neuen Asthma-Empfehlungen, war der, dass man, um eine gute Therapietreue zu erreichen,
die Ziele der Behandlung, auch die Möglichkeiten der Behandlung, die Auswahl zum Beispiel von Inhalatoren mit dem Patienten zusammen festlegt, um mit einem gemeinsamen Ziel die weitere Behandlung durchzuführen. Die heute dargestellten neuen Empfehlungen der weltweit operierenden GINA-Gruppe sind in diesem Jahr publiziert worden und wir werden sie sicherlich im Verlauf des nächsten Jahres auch zum Teil übernehmen, zumindest berücksichtigen für deutsche Leitlinien.